Hallo Leute und herzlich willkommen bei Laber Reviews. Ich hatte eine kleine Kinopause in den letzten paar Wochen, denn ich war mit dem Drehen eines eigenen Films beschäftigt, hatte deshalb einfach keine Zeit und als ich dann damit fertig war, lief gerade auch überhaupt nichts Lohnenswertes. Und der erste Film, mit dem ich mich zurückmelde in diesem Format, ist dann Ice Age 5, Kollision voraus. Bei einem Film dieser Art sollte ich sagen, wie stehe ich zum Rest des Franchises? Ich habe bis auf den vierten... Nein, bis... Die ersten beiden habe ich im Kino gesehen. Die ersten beiden, finde ich, sind sehr gut. Der erste ist sehr gut. Der zweite ist solide. Bis ganz gut. Der dritte dann einfach, den haben die gemacht. Oh, jetzt ist 3D gerade in. Also machen wir einfach einen neuen Ice Age Treffer, nur damit wir 3D haben. Und dann haben sie gemerkt, oh wow, der spielt immer noch Geld ein. Machen wir den vierten, einen, der komplett sinnlos ist. Der dritte war auch schon sinnlos, aber was soll's. Und dann haben sie gemerkt, wow, das spielt immer noch Geld ein. Machen wir einen noch sinnloseren fünften. Genau das ist dieser Film. Ich sehe selten einen Film im Kino, der so krampfhaft, so absolut armselig um Existenzberechtigung kämpft. Dieser Film liegt auf dem Sterbebett und röchelt vor sich hin. Aber verdammt, wir müssen noch das letzte bisschen Geld herausmelken, was das zu bieten hat. Und das war ziemlich traurig. Es war, ehrlich gesagt, eine relativ deprimierende Kinoerfahrung, obwohl Maike mit dabei war. Diesmal ist sie nicht bei der Review, weil wir hatten diesmal kein Auto zur Verfügung und sonst etwas. Und das war zeittechnisch einfach ein Problem. Also diesmal ist sie nicht bei der Review. Ihre Meinung, halt, ich glaube, sie fand ihn nicht so schlecht wie ich, aber ich glaube, sie war jetzt auch nicht begeistert. Draußen ist der Kater und will rein. Nichts in diesem Film schreit danach, dass er existieren muss. Gar nichts. Es ist einfach nur eine Sketchparade. Natürlich fängt es an mit Scrat. Er ist schon im Logo von Blue Sky. Nichts. Und es ist einfach größtenteils, der Slapstick ist ehrlich gesagt totgeritten. Und jetzt ist es halt was mit einem UFO. Er steckt in einem UFO fest und löst diesen Meteor aus, der auf die Erde stürzt. Unten sind alle versammelt, Money, Sid, wie heißt die Mammutfrau? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall deren Tochter Peaches. Und sie hat jetzt einen Freund, Julian, glaube ich, heißt er. Und sie wollen heiraten und das ist dieser typische Konflikt von dem Vater, der seine Tochter nicht loslassen kann und er will, dass die Tochter bleibt und er kommt nicht so ganz mit dem Sohn klar und die Mutter sagt, ach, lassen wir sie los, aber andererseits tut es ihr auch leid, bla bla bla. Sid ist auf der Suche nach einer Braut und Diego und diese Säbelzahntiger-Dame, diese weiße, die sind einfach nur da, tragen einfach eigentlich nicht wirklich was bei. Der einzige Arc, den sie haben, ist, Kinder sind am Anfang des Films, haben vor ihnen Angst, was ein halbwegs lustiger Gag war. Und dann haben plötzlich Kinder keine Angst mehr vor ihnen, wie auch immer. Aber ansonsten tragen die beiden nichts wirklich was bei. Also der Hauptplot ist Money und das, was ihn mit seinem zukünftigen Schwiegersohn, seiner Tochter, was das damit zu tun hat. Und Sid ist größtenteils einfach nur der, weiß nicht, so der Stichwortgeber. Und Crash und Eddie sind da für Slapstick. Und sonst nichts. Einfach dieser Film ist so dermaßen sinnlos. Und A Bug kommt wieder, den ich im dritten Teil ziemlich witzig fand, aber hier ist er ziemlich überstrapaziert und noch viel wahnsinniger als sonst. Ich weiß nicht, wenn man ihn im Englischen guckt und dann hört man an Simon Pegg, ist es vielleicht ein bisschen besser. Hier, die Synchro ist eigentlich größtenteils ziemlich gut. Halt, ich meine, Otto macht wieder sein Ding und so weiter. Das ist alles ganz gut. Weil ja Arne Elsholz vor einer Weile gestorben ist, der normalerweise Money gesprochen hat. Das ist jetzt Thomas Nero Wolf, der normalerweise die Stimme von Hugh Jackman ist. Und meine Güte, macht er das. Also ich dachte echt, das wäre immer noch Arne Elsholz. Der macht das. Entweder deren Stimmen haben sich schon immer irgendwie geähnelt und ich habe es bisher nicht gemerkt. Oder aber er verstellt seine Stimme auf irgendeine Art, wo es wirklich klingt wie der Original Money größtenteils. Ich war echt beeindruckt. Also so war der Abschied ein bisschen leichter. Die Umgewöhnung war einfach leichter. Ansonsten ist es einfach... Die Oma von Sid ist auch dabei und die nervt. Ehrlich gesagt, der Freund, also Julian, der Verlobte von Peaches, der ist eigentlich... Ich mochte ihn als Figur. Er hatte so diese nette Attitüde, er hatte diese positive, begeisterungsfähige Einstellung, die nicht genervt hat. Ich fand, das war ehrlich gesagt ganz, ganz nett gemacht. Es gibt hier und da ein paar Gags, die funktionieren. Ein bisschen Slapstick klappt und manchmal kommt eine ziemlich schräge Idee, wo man einfach mal lachen muss.
Aber ansonsten ist es einfach nur, sie versuchen diesen Meteor aufzuhalten. Und es ist einfach, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich sagen soll hier, weil der Film selbst ist auch einfach so dermaßen ausgebrannt. Einfach, die wissen auch nicht mehr und denken, ach, es steckt einfach keine Liebe hier drin. Auch in der, ich meine, die Animation ist nochmal fix, wo John Powell als Komponist fehlt. Schade, dass er nicht mehr mit dabei ist. Ich glaube, 4 Autoren haben das hier zusammengezimmert und meine Güte, man kriegt eigentlich nicht mit, dass überhaupt irgendjemand hier was geschrieben hat. Es wirkt so, als wären sie ins, wahrscheinlich sind sie irgendwie ins Synchronstudio gegangen und haben so auf Teufel komm raus den Sprechern gesagt, jetzt mach das! Und dann haben sie darum herum diese Story zusammengezimmert. Das kann ich mir ehrlich gesagt ganz gut vorstellen. Das 3D ist gut, das 3D ist ziemlich gut. Fresh Torge spricht die eine Rolle, er spricht diesen dünnen Vogelsaurier. Ja, weil nämlich nicht nur, dass dieser Riesenmeteor jetzt auf die Erde kracht und als ob das nicht schon Konflikt genug wäre, wir müssen hier auch noch ein komplett überflüssiges Schurkentrio hier mit reintun, die auch kaum für Spannung sorgt eigentlich, weil sie eigentlich nicht wirklich Interaktion haben mit irgendjemandem, abgesehen von mit Buck am Anfang, wo es eine ziemlich coole Rettungsaktion gibt mit dem Dinosaurier-Ei. Das war eine ziemlich gute Szene, wo der Slapstick auch funktioniert hat. Aber ansonsten tun die nichts. Und dann am Schluss haben sie einen gewissen Arc. Aber sonst ist auch nichts davon in irgendeiner Form relevant. Dieser Film ist komplett irrelevant. Alles daran. Halt, es gibt immer noch halt ein paar gute Gags mit Scrat, aber das läuft sich im Verlauf des Films auch immer weiter tot. Der Slapstick ist ziemlich genitalbezogen. Auch, einige Wortspiele sind ziemlich daneben. Zwischendurch wurde es mal kurz interessant, wo sie plötzlich auf diese Hippie-Kommune treffen mit innerhalb des alten Meteors, der vorher schon mal auf die Erde gefallen ist. Aber es ist auch einfach nicht viel mehr als, da machen sie so ein paar blöde Lama-Jokes. Und ich habe dieses Lama auf die Post gesehen und dachte mir, oh mein Gott, das wird der nervigste Charakter im ganzen Film. Er ist nicht ganz so nervig, wie ich befürchtet habe, aber er ist dicht dran. Und sonst ist es einfach sinnlos. Der Film ist komplett sinnlos. Halt, das war auch nicht so ein Fall, wo ich die ganze Zeit da total angepisst im Kino saß, so wie in Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Das hier war einfach so ein Fall von, dass ich kann mich nicht mal groß darüber aufregen. Weil es ist nicht, der Film ist nicht grauenvoll, aber er ist einfach sowas von sinnlos. Nichts daran. Es gibt keinen Grund, warum dieser Film existieren sollte, außer dass sie noch auf Teufel komm raus Geld machen wollen mit dieser Reihe. Dieser Film ist, Wortspiel voraus, dieser Film ist ein eiskalter, jämmerlicher Marketing-Move, um noch mehr Geld rauszukitzeln aus dem Publikum. Und leider funktioniert's. Und ich meine, ich bezahle dafür, aber ich mache es halt auf eine Art, wo ich gehe rein und unterhalte euch hier mit so einer Review und tu meine Meinung kurz und hoffe, ich bewahre irgendjemandem davor, sein Geld zu verschwenden. Das lohnt sich nicht mal, weil wenn man ihn dann nicht in 3D sieht, dann verliert er erst recht seine Existenzberechtigung. Wirklich, diesen Film muss man nicht gesehen haben. Schon den dritten muss man eigentlich nicht gesehen haben. Lasst es gut sein. Spätestens nach dem dritten lasst es gut sein. Der vierte objektiv gesehen war vielleicht schlechter, aber selbst da gab es noch ein paar Sprüche, wo ich lachen musste. Hier gibt es halt so ein paar Sachen, wo ich gekichert habe, aber das war's auch schon. Halt. Ansonsten, das ist einfach, das ist nichts daran lohnt sich, gar nichts. Es ist einfach, hier, nehmt das und wir kriegen dafür euer Geld, ihr Idioten. Das ist alles, alles. Das ist ein Franchise, es muss aufhören muss. Genauso wie bei Terminator 5 und ich habe auch schon beim vierten Ice Age gesagt, das muss stoppen, aufhören. Nichts daran. Ihr reitet es tot. Das Pferd ist schon tot geritten. Ihr seid auf der Leiche und versucht zu reiten und schleift es vorwärts, aber es kommt eigentlich gar nicht vorwärts. Das ist alles. Das Pferd ist eigentlich schon in der Sonne ausgetrocknet und ist jetzt nur noch ein Gerippe. Ihr versucht ein Gerippe zu reiten durch die Wüste, während die Geier schon vollgefressen am Straßenrand sitzen. Ich glaube, das ist die perfekte Metapher. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Das ist Ice Age 5. Ja, das ist meine Review. Wirklich mehr darüber zu sagen, ist total sinnlos.
Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich habe auch überhaupt keine Lust mehr, über diesen Film zu reden. Macht damit, was ihr wollt. Bis dann.